In diesem Video erfahren Sie oder zeige ich Ihnen die Neuerungen in der Version 3.70.9.1.4. Unter Administration, Systemeinstellungen, fangen wir jetzt erstmal mit der größeren Neuerungen an, finden Sie in der Karteikarte Verkauf nun bei Kasse und Grundeinstellungen eine neue Checkbox. Tagesabschluss, gegebenenfalls Korrekturbuchungen nach Wechselkontrolle erstellen. Was das bedeutet und im Detail was das bedeutet, haben wir bereits in unseren Online, also das heißt in unseren Video-Searcher, den Sie ja bereits sicherlich kennen oder hoffentlich kennen, das ist dieses pinkfarbene Symbol, das Sie auf dem Desktop haben, und dort einfach mal Wechselgeld eingeben. So, und dann haben Sie hier Wechselgeld, Zählungen und Korrekturbuchungen. Dauert ungefähr, ich glaube, so 15 Minuten dieses Video. Deswegen werde ich jetzt hier nicht großartig drauf eingehen, sondern möchte an dieser Stelle auf dieses weiterleitende oder weiterführende Video auf YouTube hier verweisen. Die zweite Neuerung, die auch sehr, sehr hilfreich ist, ist hier, finden Sie bei Rechnungen, Lieferscheine und Angebote. Sie wissen ja, Sie können nach Rechnungen auch suchen, indem Sie in der Menüleiste oben auf Zusatzfilter und auf Daten nach Kriterien klicken. Bisher war es möglich, nach Texten zu suchen, sowohl die in den Bemerkungstexten als auch in den verkauften Artikeln vorkamen. Was nun neu ist, ist hier das Suchen nach dem Rechnungsbetrag. Da können Sie also quasi nach einer bestimmten Summe suchen, die Sie, oder wie soll ich jetzt sagen, für Rechnungen, oder hier können Sie nach Rechnungen suchen, die wobei der Rechnungsbetrag Ihrem eingegebenen Rechnungssuchbetrag in diesem Fenster entspricht. Also es ist eine sehr, sehr hilfreiche Neuerung und ich wünsche viel Spaß dabei.